Und da gehört es jetzt eben dazu. Nur dann können wir ihnen auch wirklich auch helfen. Also wenn sie einfach nur mit dieser Power-Selbstüberschätzung kommen, dann wird es wahrscheinlich nicht gut herauskommen, oder? Dann werden sie nur mit Schmerz im Bann gehalten werden können und hoffentlich, ja, suchen sie dann nicht die Abkürzung aus dem Leben heraus. Oder? Das ist dann schon sehr bedauerlich, auch viel Schaden. Also Angehörige müssen da zum Teil dann über Jahre dann noch aufräumen. Oder? Also auch Angehörige haben natürlich ein großes Interesse, dass wir, oder die Gesellschaft und die Medizin kann nicht gut mit uns umgehen, wenn es so außer Rand und Band gerät. Deshalb denke ich, es gibt auch ein Interesse, uns auch in der rechtlichen Landschaft, behördlichen Landschaft und medizinischen Landschaft, Psychiatrie auch zu integrieren, oder? Und zu einer geordneten, definierten Beziehung in gewissen Grundfragen zu kommen. Und der Punkt ist eben, wenn jemand, oder wir haben natürlich in der Manie diese Selbstüberschätzung. Und da müssen wir einfach abmachen, vereinbaren mit einer schamanischen Gemeinschaft, mit uns zum Beispiel, mit mir als Rechtsträger irgendwo, vielleicht mit meiner GmbH, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir sind auch noch in rechtlichen Konsultationen, dass wir uns als Manikerinnen einfügen. Zum Beispiel nicht nach außen kommunizieren. Das gibt es bei Betrieben ja auch, oder? Da ist man intern und arbeitet intern. Das ist keine Schmach. Kann man wertvollste Dienste verrichten und dann lernen, sich einzufügen. Und die anderen machen das eben auch. Das ist dann etwas Besonderes. Wir haben da nicht die Egos, sondern sind alles, und das ist auch einer dieser Punkte, wir sind, das würde ich gerne jetzt so prägen, eine Gemeinschaft der Tieferen und als Tiefere, als Gemeinschaft der Tieferen sind wir stärker als die Egos. Und eben wir lassen uns als Tiefere, wenn wir die Tieferen sind, uns selber eben darunter nehmen wieder. Und so haben wir früher gelebt. Und zwar, wir haben uns nicht runtergenommen, sondern wir waren unten, weil die Natur uns unten gehalten hat, oder? Und dann irgendwann mal, oder vor allem dann mit der Sesshaftwerdung, haben wir uns über die Natur erhoben und uns über die geistigen oberen Instanzen eben auch erhoben. Und von dort ist der Unfall der Menschheit eigentlich mit Auswirkungen bis heute dann geschehen. Und wenn wir uns da jetzt wieder die Unteren sind, insbesondere eben bei Manikerinnen zu sagen, aber auch bei allen, die eingepflanzt sind als Egos, dort gibt es zu arbeiten und ellbögeln kann man bei uns nicht, oder? Da haben wir andere Differenzbereinigungsmechanismen. Ja, zweiter Punkt,
Also wir hatten Halluzinationen, das heißt innere Information eigentlich, inneres Schauen, Empfang von auf nicht physikalische Art. Die können das nicht bislang nicht beweisen, dass wir das haben. Ja, schau doch mal auf der Webseite hier, Urs. Die sind schon weiter. Schauen im Gegensatz zu verstehen, wo wir kognitiv, also mit dem rationalen Denken, versuchen etwas zu verstehen. Die Kraft läuft bei mir unter dem Gesamtbegriff, damit ich eben auch die Traditionen möglichst mitziehen kann, oder? Gereinigte Traditionen, die Kundalini, oder? Es gibt vielleicht andere Ausdrücke heute aus der Medizin, kann man dann gerne beisteuern, vielleicht auch so wie etwas wie Vitalität und so, oder gibt es da? Und ein wichtiger Punkt, das habe ich bereits auch in der Zeit der Einsamkeit in der Natur, habe ich also Natur, oder? Ich habe schon eine moderne Art von Schamanismus da gelebt. Aber wir müssen schon sehen, Technik hat es schon bald auch gegeben. Sobald wir eben dann Fleischfresser geworden sind, hat die Technikbildung dann die Fahrt aufgenommen, oder? Und das ist völlig okay. Ich hatte einen kleinen Hausrat dabei, oder? Hatte ich auch die Möglichkeit. Schon erste Mitteilungen. Kommunikation ist gerade ein gutes Stichwort. Ich hatte eine Videokamera dabei, ich habe dokumentiert, ganz wichtig, sowieso, wenn wir so in geistige Stürme hineinkommen, dokumentieren ist so wichtig, dass wir dann den Bestand, also das heißt das vorher Entstandene, haben, oder? Und dort habe ich, und ich hatte auch eine frühe kleine Computer-Schreibmaschine. In dieser Zeit habe ich mir vorgenommen, erstens war ein Riesenproblem, dass ich eigentlich meine Fähigkeiten, die ich von früher schon hatte, dass ich die nicht verliere, weil ich die nicht mehr brauche, oder? Und da habe ich viel einfach auch, Kommunikation ist dann so wichtig, weil wir alleine kommunizieren wir nicht mehr. Und das darf uns nicht abhanden kommen. Wir wollen weitermachen nachher, wenn wir zurückkommen. Und dann habe ich viel einfach geschrieben, viel, viel geschrieben und aber auch dargestellt, und das Stichwort heißt gepflegte Kommunikation, oder? Und da zur Kommunikation gehört natürlich auch, wie wir in Erscheinung treten, mit den Kleidern und so weiter, dass wir uns pflegen, ganz wichtig, oder? Gut, und jetzt hole ich noch die Notizen und